Bei Berichten von Aussteigern von Jehovas Zeugen oder von Jehovas Zeugen selbst liebevoll Abtrünnige genannt, fällt auf, dass die einige Wörter benutzen, die Zeugen Jehovas nie benutzen würden. Und das ist mir schon als aktiver Zeuge Jehovas aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, warum redet ihr denn so? Wenn du überhaupt mal einen Zeugen Jehovas erreichen willst, warum benutzt du dann Wörter, die er nie benutzen würde in seinem eigenen Sprachgebrauch? Und ich will die mal kurz vorstellen, weil irgendwie hat es noch nie jemand festgestellt oder mal gesagt, zum Beispiel sagen Aussteiger ganz häufig die Wachturmorganisation. Kein Zeuge Jehovas würde das jemals so sagen. Viele Aussteiger sagen auch, die Wachturmgesellschaft hat dies, das, jenes, welches getan. Auch so redet heute kein Zeuge Jehovas. Klammer auf, mehr Klammer zu. Weil ganz früher haben die Zeugen Jehovas statt die Organisation macht dies, die Organisation macht das, haben die Zeugen Jehovas gesagt, die Gesellschaft macht dies, die Gesellschaft macht das. Gesellschaft, Abkürzung für Wachturmgesellschaft. Das hat sich aber schon bestimmt vor 20 oder noch mehr Jahren geändert, dass man nicht mehr die Gesellschaft sagt, sondern die Organisation. Warum sagst du also die Wachturmorganisation oder die Wachturmgesellschaft, wenn Zeugen Jehovas diese Begriffe selber ja gar nicht mehr verwenden? Tja, und da gibt es noch viele weitere Beispiele mehr. Jehovas Zeugen würden auch nie davon sprechen, dass sie in die Gemeinde gehen oder in einen Gottesdienst besuchen. Sie reden immer nur davon, in die Versammlung zu gehen. Das ist so, ja, bei ihnen feststehende Begrifflichkeit. Gehst du heute in die Versammlung? Du warst letzte Woche gar nicht in der Versammlung. Wo warst du denn? So redet man als Zeuge Jehovas. Kein Mensch sagt Gemeinde, kein Mensch sagt, gehst du mit in den Königreichssaal oder was auch immer? Und ist jetzt nicht schlimm, ne? Jeder weiß ja, was damit gemeint ist. Aber ja, ist ein bisschen komisch, warum man da vom Sprachgebrauch so weit weggeht. Ja, und zwei Bonuspunkte habe ich noch, die ich sehr spannend finde. Eine ist sehr spannend. Sophie Jones war nicht nur Miss Thüringen, sondern ist halt auch als Zeugin Jehovas aufgewachsen, meines Wissens mit Taufe und dann dem ganzen Ausschlussprozedere. Und sie hat einen Podcast herausgebracht, der, ich sag mal, für Zeugen Jehovas Kreise, also Ex-Zeugen Jehovas Kreise, recht beliebt ist. Und wenn man da mal reinhört, es ist, mir bluten da die Ohren, weil sie sagt zum Beispiel, es ist ja auch auffällig, dass warum sind in der Führung von den Zeugen Jehovas nur immer alte, weiße, amerikanische Männer? Und ich denke mir nur, oh Mann, du hast einen Podcast, du hast ein Buch über die Zeugen Jehovas geschrieben, dann ist das wirklich deine Behauptung, weil in der leitenden Körperschaft es ist auch ein Australier, ein Österreicher, ein Afroamerikaner mit schwarzer Haut. Wie bitteschön, und früher war auch noch ein Italiener, Bruder Sidlick war das, in der leitenden Körperschaft. Wie kann man so eine Aussage treffen? Gut, sie hat einen Fehler gemacht, aber da frage ich mich auch, ne, wie tief warst du denn überhaupt drin? Also ich habe mich schon sehr intensiv auch mit den Biografien der leitenden Körperschaft beschäftigt, auch zu einer Zeit, wo die noch nicht so gehypt wurden und wo es noch keinen JW Broadcasting gab. Und dann noch so ein letzter Punkt. Die neue Weltübersetzung. Wie wird sie abgekürzt? Nein, sie wird nicht NWÜ abgekürzt. Das ist ein Fehler, den sogar manche Zeugen Jehovas machen. Ich habe mir da manchmal einen Spaß erlaubt, die richtige offizielle Abkürzung zu verwenden. NWÜ für neue Weltübersetzung ist im Endeffekt etwas, was die Ausgeschlossenen und Abtrünnigen erfunden haben. Offiziell wird sie im Abkürzungsindex der Wachturmgesellschaft, das rieche ich schon selber so, mit NW abgekürzt. Das heißt, wenn man irgendwie jemanden schreibt, müsste man eigentlich schreiben, die NW übersetzt das so und so, nicht die NWÜ. Das ist ein bisschen nerdig. All diese Dinge sind jetzt auch nicht so dramatisch. Ist ja auch spannend, sich damit zu beschäftigen. Aber diese Dinge sind mir aufgefallen. Und ich wollte derjenige sein, der einfach auf diese Feinheiten hinweist. Vielleicht sind sie auch für dich interessant. Ansonsten kannst du das Video wieder vergessen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und vielleicht bis nächstes Mal.